Herzlich willkommen, geil, dass du wieder mit am Start bist. Zu einer weiteren Ausgabe von Gothic 2, die Rückkehr. In der letzten Folge gab es hier eine riesige Schlacht gegen einen hohen Dämon. Und jetzt geht es darum, die restlichen Skelette, auch die dämonischen, hier zu besiegen. Aber das können wir hinkriegen. Der hat einen coolen roten Gürtel, gefällt mir. Oh, der ist krass. Der ist echt krass, glaube ich. Oh, der ist krass. Sagt mir nicht so zu, muss ich ehrlich sein. Der sagt mir nicht so zu. Ja, ein eigenes Skelett beschwören. Könnte was bringen. Komm mal mit, Kollege. Ich taufe dich auf den Namen Gomez. Ich bin Gomez. Hä? Wo ist denn der andere? Hallo? Ich muss den wirklich erwischen. Tod gegen Leben. Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben. Hat er echt gemacht. Ja, nicht schlecht. Muss man ihm lassen. Aber er hat aber auch eine relativ gute Waffe, ne? So. Damit haben wir eine der Hürden überwunden. Und jetzt müssen wir noch die letzte überwinden. Nämlich die Hürde, zum Sphärenwächter zu kommen. Den wir ja schon in der letzten Folge gesehen haben. Weil ich einmal mit einem Schattenläufer mal kurz gescoutet habe. Oder als Schattenläufer kurz gescoutet habe. Und hier gilt es jetzt eigentlich, den Wächter direkt mit Untote vernichten wegzuhauen. Scheiße. Da war mir einer im Weg. Und das war auch noch ein Zombie. Richtig ärgerlich. Nice. Warte mal, da hätte ich... Nee, da kann ich mir einen... Bra. Gut, dass ich nicht gespeichert habe und diese ersten 3 Minuten Aufnahme komplett useless waren. Nice. Geil. Okay, gut, dann machen wir das nochmal. Was soll denn der Geiz? Was soll denn der Geiz? Wir probieren das einfach nochmal. Wir haben doch Zeit. Was soll der Geiz? Weil da kann ich mir ja einmal Untote vernichten ja eigentlich ziemlich easy sparen. Das werdet ihr verstehen. Jetzt ist er an der Ecke, jetzt kommt er da nicht mehr raus. Oh, nicht schlecht. Okay, ich geh nochmal kurz. Ciao, Bro. Lief eher suboptimal. Aber wisst ihr was? Wenn wir schon Zeit verlieren, dann richtig, ja? Wenn ich Zeit verliere, dann will ich richtig krass Zeit verlieren. Übrigens, ich bin nochmal extra hierher zurückgekommen, um nochmal diesen drostigen Zweien damit zu nehmen. Wegen nichts anderem natürlich. So. Gut, hauen wir uns nochmal kurz hier aufs Ohr. Ah, interessant, jetzt wird die Kiste als weiß angezeigt, nachdem ich das Spiel mal kurz neu gestartet habe. So. Interessant, also der hatte dort... Oh nein, das ist schlecht. Der hatte dort also 4 Zombies, dieser Wächter. Und kein Skelettkrieger, was natürlich extrem vorteilhaft für mich ist. Weil... Das bedeutet so viel wie, ich brauche nur kurz meinen Kopf reinhalten, dann kommt mir der Wächter hinterher. Dann lasse ich den mich kurz verfolgen. Hau den mit einem Untote vernichten weg und die Zombies kann ich mir dann mit der Klinge holen. Weil da kann ich mir diesen einen Untote vernichten Zauber nämlich sparen, Leute, wisst ihr? Das werdet ihr nachvollziehen können. So, jetzt speichern wir hier aber nochmal safe durch.
Und hauen den jetzt mit dem Schwert weg. Das war gut. Okay. Jetzt. Perfekt. Komm mit. Komm mit, du geiler Bursche. Das... Okay. Interessante Situation. Interessante Situation hier gerade. Nice. Gut, zwei Lernpunkte, ein Stärke, eine Geschicklichkeit, einmal Lebensenergie. Ich hätte es der Mod wirklich sehr zugetraut, wenn ich den hätte nicht mit einem Untote-Vernichten-Zauber besiegen hätte können. Hätte ich dem sehr zugetraut, dem Spiel. So. Das heißt, wir haben jetzt hier wirklich jedes Wesen, ich will nicht mal Lebewesen sagen, weil wir haben jedes Wesen hier besiegt. So, wir haben die Sphäre des Wassers, alles klar. Okay. Was kann die denn? Ein Stein der sphärischen Art mit altertümlichen Runen verziert. Die Sphäre ist mit einer Wasseraura umgeben. Bringt auf dem Schwarzmarkt wahrscheinlich ein bisschen was an Geld. Falls es einen Magier-Schwarzmarkt oder sowas gibt. So, der Typ hat aber nicht so geilen Loot dabei, da hätte ich mir jetzt wirklich ein bisschen mehr erhofft von. Aber immerhin, ich sag mal so, wir haben es jetzt hier gemacht. Bin ich sehr zufrieden mit. Und damit können wir hier eigentlich die Höhle verlassen. Krass. Wir haben jetzt hier knapp 2,5 Folgen gebraucht, Pi mal Daumen ungefähr. Um die ganze Höhle zu säubern, um die Sphäre uns einzusacken. Und ich bin tatsächlich besser durchgekommen, als ich befürchtet hatte. Ich bin besser durchgekommen, als ich befürchtet hatte. Das lief doch eigentlich ganz gut. Und wir haben hier auch ordentlich Erfahrungspunkte mitgenommen. Also richtig krass Erfahrungspunkte mitgenommen. Lief doch ganz gut. So, das heißt, wir gehen jetzt mal hier wieder raus. genau. Eine von 4 Sphären haben wir, glaube ich. Tja, wo könnte noch so eine Sphäre versteckt sein? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube... In der alten Mine, also die Mine, die quasi in Gothic 1 verschüttet wurde durch einen Wassereinbruch, dort könnte eine Sphäre sein. Tja, wo könnte noch eine Sphäre sein? Schwer zu sagen. Aber dort kann ich mir noch eine vorstellen, wie gesagt. Also es sollten Orte sein, die man zu Gothic 1 Zeiten nicht betreten konnte, aber jetzt quasi betreten kann. Da fallen mir gerade auf Anhieb gar nicht so viele Orte ein. Im Chromanin-Turm, im ehemaligen, könnten welche sein? Könnte einer sein, eine Sphäre? Aber woanders gerade? Habe ich gerade keine Idee. Dort hinten ist doch im Normalfall noch ein Mineneingang gewesen, der immer verschüttet war. Hier, wenn die den, ich glaube, ich habe das schon vor ein paar Folgen gesagt, aber wenn die Mineneingänge mal restaurieren könnten, dass man mal dort reingehen kann, das würde mich ja super interessieren. Wie das ausgesehen hätte damals. Weil die sind ja auch eingestürzt hier. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Verzeiht es mir bitte kurz. Aber mich juckt das einfach gerade zu sehr unter den Fingern. Ja, natürlich ist hier nichts, aber... Ah, schade. Super schade, weil ich finde, hier hätte man noch ein bisschen was reinmachen können. Da unten liegt ein Kahn oder so, cool. So, jetzt habe ich mich schon gespoilert, indem ich weiß, dass da drüben Orks sind. Toll, tolle Sache. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Gut, aber nachdem wir jetzt hier eh die ganze Zeit Skelette umgelegt haben, jetzt bin ich mal wieder froh, dass wir mal gegen Orks oder sowas kämpfen können. Okay. Dann ziehen wir jetzt mal weiter hier in der Story. Richtung Burg des Minentals.
Alter Schwede, was wir alleine hier am Pass an Erfahrungspunkten gesammelt haben, ist Wahnsinn. Ist wirklich Wahnsinn. Gut, gucken wir mal. Oh, da ist eine Blutfliege, Alter. Leck mich. Dass ich mal sowas wie lebende Gegner außer Minecrawler jetzt mal sehe, das ist ja echt Wahnsinn. Alter. Und die haben sogar die Gothic 1 Texturen. Das finde ich cool. Das finde ich cool, dass diese Blutfliegen hier die Gothic 1 Texturen haben. Was ja auch passt, ne? Das sind ja quasi Blutfliegen, die ja aus dem Miental sind. So, da drüben haben wir einen Drachensnapper, aber ganz ehrlich, der sollte keine Herausforderung darstellen. Der hat so unbedarft an diesem Paladin geknabbert. Richtig unauffällig. So, apropos Paladin. Du hast eine heiliges Lichtrune dabei. Das ist der Bruder hier von Paladin Oryk. Okay. Soweit hier alles erledigt. Boah, ich freue mich jetzt mal wieder auf einen... Ich habe die ganzen letzten drei Folgen irgendwie gefühlt keine Dialoge gehabt, ne? Wird mal Zeit für wieder für ein paar Dialoge hier. Jergan dürfte jetzt unser erster Dialog sein. Das steht hier irgendwie komisch. Die haben so umplatziert. Hey, du. Wer, ich? Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Weg hier nicht weitergehen. Warum nicht? Du scheinst wirklich neu hier zu sein. Mann, hier geht es ins Ork-Gebiet. Die machen Kleinholz aus dir. Oh. Gern geschehen. Das ist ja witzig. Die haben hier diesen Gothic 1 Dialog mit Pacho eingefügt. Auch okay. Warum stehst du hier rum? Ich komme aus der Burg. Sie haben mich geschickt, nach den Vermissten zu suchen und die Gegend zu erkunden. Vermisste? Beim Angriff der Drachen sind einige abgehauen. Die meisten haben es nicht geschafft. Wen wundert's? Aber wenn es noch Überlebende gibt, werde ich sie zurückbringen. Kannst du mir helfen, in die Burg zu kommen? Klar, aber du musst mir einen Gefallen tun. Wenn du es bis in die Burg schaffst, dann sprich mit dem Paladin Oryk. Sag ihm, dass es seinen Bruder oben am Pass erwischt hat. Wie komme ich in die Burg? Zunächst mal kannst du den direkten Weg vergessen. Aber wenn du die Burg einmal umkreist, hast du von der Rückseite eine Chance. Du solltest die Wege meiden und den Fluss nutzen. Am besten du schwimmst ein Stück flussabwärts, von da an ist es leichter. Hinter der Burg steht eine Orgramme, darüber kommst du hinein. Schleich dich so nahe wie möglich an die Orks ran und dann lauf. Wenn du schnell genug bist, kannst du es schaffen. Was muss ich über diese Gegend hier wissen? Wenn du überleben willst, dann geh zurück. Wo auch immer du hergekommen bist. Die Grünfälle belagern seit Wochen die Burg. Und irgendwo verstecken sich auch diese Drachen. Das ganze Minental wimmelt nur so von Orks. Ganz egal, wo du hin willst, das wird kein Spaziergang. Eigentlich für diese netten Infos, die uns dieser Herr komplett kostenfrei gegeben hat, sollten wir ihm eigentlich danken und weitergehen, aber ich versuche jetzt trotzdem nochmal... Ach, das ist so sinnlos, Alter. Das Taschendiebstahlsystem ist der absolut letzte Mist, den man in diesem Mod eingefügt hat. Wirklich, hätte ich echt drauf verzichten können, das zu lernen. Da hätte ich die Lernpunkte lieber sinnvoller in andere Sachen investiert. Naja, ich gieße mir mal etwas Orangensaft in mein Gläschen ein, ja. Ich hol mir gerne mal diese Pötte hier, diese 100% Direktsaft-Pötte von Fruchtstern. 50 Euro wert durch Fruchtstern-Werbung. Dankeschön. Jetzt sind es schon 100. Und, mach ich ganz gerne mal. Aber manchmal, ich hol mir auch ganz oft mal so Mandarinen oder so einen Quatsch. Und dann presse ich mir die halt trotzdem natürlich aus, wenn die irgendwann nicht mehr essbar sind quasi. Dann hole ich mir trotzdem noch den Saft raus. So, okay. Dankeschön, Jägern. Für diese netten Infos. So, hier haben wir lediglich ein paar einfache Snapper. Das ist jetzt nicht so das Problem. Ich versuche jetzt so viel wie möglich an Erfahrungspunkten mitzunehmen. Optimal wäre es natürlich, wenn ich noch vor der Burg ein Level aufsteigen würde. So, hier war auch irgendwo dieser Dan oder so. War der nicht hier? Irgendeine Milizenleiche.
die versucht hat, was zu plündern. Ach, da hinten, wo die Snapper gerade sind, okay. Oh, das sind aber viele Feuerwarane. Die finde ich jetzt nicht so toll, um ehrlich zu sein. Feuerwarane finde ich jetzt echt nicht so geil. Man hat mir auch geraten, Reptilien heute nehmen zu lernen, aber ich wüsste nicht warum, weil finanziellen Aspekt brauchen wir nicht und sonst sehe ich da jetzt ehrlich gesagt keinen Grund so richtig darin. Ich würde die Lernpunkte lieber in Sachen investieren, die ich gerade wirklich dringender bräuchte. Das hat eigentlich besser geklappt, als ich befürchtet habe. Das hat besser geklappt, als ich befürchtet habe. Speichern wir direkt mal. Ja, da liegt er. Das ist, glaube ich, der Typ, den ich für Olaf quasi finden muss. Easy. Noch ist es hier easy, aber fragt sich, wie lange noch. So, ich will die Snapper erstmal dort noch in Ruhe essen lassen. Ich will mich erstmal um diese Feuerwarane kümmern. Oh, die Orks haben da auch was Witziges aufgebaut anscheinend. Ah, der Schaden, den ich den Viechern gebe, der ist schon gar nicht so schlecht, also... Ich muss halt... Oh, oh. Das war gut. Nein! Oh Gott, das war... Hätte risikoreich hier enden können. Diese ganze Unternehmung mental ist sowieso risikoreich. So, nochmal schnell hier Ausdauer, bevor der kommt. Komm her. Ich hab's ehrlich gesagt gar nicht so eilig, jetzt gerade in die Burg zu kommen, deshalb, Hab's ehrlich gesagt gerade gar nicht so eilig, in die Burg zu kommen. Dementsprechend lasse ich mir da jetzt hier auch noch Zeit, was das angeht. Geh erstmal ein bisschen auf die Jagd, so. Schön noch ein paar XP farmen hier, bevor es hier, noch ein Level abgeht. So, alte Münze, Goldstücken, bläh, bläh, bläh. So, die Snapper sehen sehr lecker aus. Könnte ich mir vorstellen, schön knusprig gegrillt, mit einer Marinade. Boah, würde ich mir jetzt geben. Hätte ich Bock drauf. Selbst wenn die alle vier kommen würden, das wäre jetzt nicht so das Problem für mich. Okay, alles klar. Der will lieber seine toten Brüder essen. Als gegen mich zu kämpfen, finde ich okay. Finde ich grundsolide. So im Kampf gegen Orks bin ich jetzt nun auch schon etwas trainierter. Deshalb würde ich jetzt hier auch mal eine kleine Ork-Gruppe konfrontieren. Die dort oben nämlich. Was haben die denn da Interessantes für ein... Ach, das ist ja abgefahren. Das würde mich ja mal interessieren. Was haben die denn dort jetzt aufgebaut? Wo geht's denn da hin? Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Sieht aus wie ein alternativer Weg zum Fokusplatz, der da oben ist. Bin ich immer gespannt. Ja, was sind... Ich sehe... Oh, da sehe ich einige. Wenn das nur Krieger sind, geht's. Aber wenn das halt hier auch irgendwelche Elite sind, dann wird's schwierig. So, sehr gut. Einer kommt. Super, super, super. Da unten ist ein Ukai. So. Der erste ist down. Tut mal wieder gut, gegen lebende Gegner zu kämpfen. Die einen mit Waffen ans Leder wollen. Okay.
Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da sehe ich mich. Und der Ork sieht sich da ganz offensichtlich auch. Upsala. Kleiner Penner hier. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. So, das speichern wir hier ganz entspannt mal ab. Du, der dort rechts an der Rampe steht, darfst jetzt auch mal aufmerksam werden auf mich. Finde ich krass, dass einige Orks so eine Gebärdensprache, also so eine Drohgebärden machen und die anderen rennen einfach straight auf dich zu. Ist ein bisschen abwechslungsreicher, gebe ich zu. Aber das ist halt auch, glaube ich, so eine kleine Hilfe. Weil sonst würden, wenn direkt alle Orks so aggro sind und dich schon aus ziemlich weiter Entfernung direkt angreifen würden, dann würden teilweise ein Pulk von 20, 30 Orks auf dich zurennen. Da muss ich kurz husten. So. Der Weg ist frei. Wo auch immer es dahin geht. Nee. Der Weg ist nicht frei. Aber der Weg, diese Rampe da hoch, das würde mich jetzt mal sehr interessieren. Wo auch immer es da lang geht. Ich will es rausfinden. Grasado da. Hä? Hey, ich bin hier. Komm zurück. Okay, scheiß drauf. Ich habe gespeichert, ne? Das hat ja super funktioniert hier. Ja, der schießt mich jetzt ab da oben, der Urukai. Ja, ja, ich höre die Schüsse. Ah, ich verstehe. Ja, gut, in Gothic 2 ist der Weg hier halt natürlich, stimmt, da ist er ja nicht passierbar. Ich erinnere mich. Da kommt man ja gar nicht lang. Deshalb haben die natürlich hier dieses Ding hier aufgebaut, damit man da drüber kommt. Und haben den Ort dahinter nochmal bebaut. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Das gefällt mir. Das ist ein gewisser Mehrwert hier auch. Gefällt mir ganz gut. So, ich glaube, dieser Urukai. Ey, ich könnte es doch schaffen. Das wäre... Wäre zwar abgefahren, aber es könnte gehen mit Akrobatik. Hallo. Ich glaube, damit hat er gar nicht gerechnet. Wer ist denn jetzt aggro hier auf mich? Achso, der danzt sich da unten jetzt einen weg, oder was? Nee. Ich glaube, den Sprung werde ich nicht überleben. Aber doch. Ey! Ja, komm doch her. Ein paar Erfahrungspunkte hier mitzunehmen. Würde mir gefallen. Oh, das finde ich jetzt aber unfair. Das sehe ich ja gar nicht, wie du kämpfst, Kollege. Na gut, ich kann es mir ungefähr vorstellen. Ja. Ist schwer, aber machbar. Weil man weiß ungefähr, wie die Kampfmechanismen sind. Kurz zurückweichen, schlagen. Oh, da hat es mich um. Ist schwer zu schätzen, wo er gerade ist. Aber geht. Ist machbar. Weil der Kampf sieht ja immer ähnlich aus im Normalfall. Ah, ist schwierig, aber es ging. Ich glaube, ich hätte ein bisschen Leben gespart, wenn ich ihn gesehen hätte, aber das war auch mal ganz witzig hier. So, der sieht trotzdem noch in diesem von Asche gesäumten Boden überhaupt noch Heilpflanzen durchkommen, das wundert mich. Wobei Asche ist ja eigentlich ein guter Dünger. Asche ist ein echt guter Dünger. Da können natürlich auch Heilpflanzen wieder sprießen. Hey Bro, was geht? Weißt du, der ist gerade so an mir vorbeigeschlendert, hat sich so gedacht, moin, morgen, was geht ab? Na, dem hast du es aber gegeben, ey. Nicht schlecht. Das hat sich der Drachensnipper gerade gedacht. Komm her, mein Freund. Die machen wir auch noch einen Kopf kürzer.
Ich hoffe, dass durch den Kadaver der andere Drachensnapper jetzt auch noch angelockt wird. Aber dem ist leider gerade nicht so. Schade. Okay, noch mehr Schinken sollte ich nicht essen. Weil ich dann Angst habe, dass ich die nochmal für eine Quest brauche irgendwann und dann nicht mehr habe. Ja, mehr, mehr! Ihr wisst, welche Quest ich meine, ne? Achso, ich wurde auch angehalten, Waldbären zu essen. Um einen Bonus abzuwarten, den man dann kriegt. Mache ich einfach mal. Ich glaube, bevor ich jetzt hier weiter hochgehe, gehe ich erstmal in diese Höhle. Hier müsste eigentlich noch ein Urukai und ein... Der Urukai ist irgendwie weg. Okay. Bevor mir irgendwas in den Rücken fallen kann. Hier ist auch erstmal nichts. Geil, hier ist ein Trollfell. Super. Das bringt richtig Kohlen. Coole Spruchrolle haben wir hier. Was ist das denn für eine? Die sah sehr abstrakt aus. Es ist eine Verwandlungs-Scavenger. Im Stile von Gothic 1 Texturen. Das finde ich super. Gefällt mir. Irgendeiner hat mich gewittert, oder? Nee, doch nicht. Okay. Nun gut, aber da unten ist einer. Komm her. Komm her, mein Freund. Du willst es doch auch. Läuft ganz gut. Sieht gut aus. Ich finde es so witzig, dass der in seiner Reichweite mit seiner Waffe dort nicht wirklich ausreicht. Okay. Cool, das haben wir erstmal auch soweit hier. Also momentan ist hier der Kampf durchs Minental. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Spaziergang ist, das wäre übertrieben gesagt, aber momentan verspüre ich jetzt hier keine großen Probleme. Klar, so eine etwas größere Ork-Gruppe wie die da oben jetzt am Lagerfeuer, die würde ich noch meiden erstmal, aber so einzelne Ork-Trupps, wenn ich die so einzeln rausholen kann, das gefällt mir ganz gut gerade, das macht gerade Spaß. Das ist okay. Oh, Weidenbären bringen ja 20 Lebensenergie, sogar krass. Vielleicht soll ich davon auch mal einige essen jetzt. Bin auf die Boni gespannt. Ich glaube, es hieß irgendwas von Lebensenergie. Das wäre natürlich ganz cool. Weil Lebensenergie kann ich natürlich immer gebrauchen. Ja, die nächsten Folgen werden jetzt sehr kampflastig werden. Also da könnt ihr euch drauf verlassen. Die nächsten Folgen, da wird jetzt des Öfteren mal gekämpft werden. Aber vielleicht werden wir dann auch einige Stufen jetzt aufsteigen. Und sobald wir in der Burg sind, wird natürlich erstmal viel gequatscht wieder, ne? So, das lief ganz gut. Wie gesagt, also bisher kommen wir hier eigentlich ganz gut durch. So, da haben wir wieder ein paar Orks. Ist okay für mich. Bin ich cool mit. Ja, ich würde lieber erstmal so die Snapper hier so pullen. Und die Snapper-Gruppe da drüben, die will ich jetzt eigentlich auch noch machen. Irgendwie. Wobei zwei Drachensnapper, die könnten dann schon etwas Damage machen. Naja, wobei, nee, ich glaube, ich will mir erstmal die Orks vornehmen. Wenn die Orks mir in den Rücken fallen, während ich gerade gegen die Snapper dort kämpfe, das wäre irgendwie nicht so geil. Ich glaube, da wäre es wirklich erstmal sinnvoller. Ja, das ist gut. Oh, da drüben haben sie auch einen Turm aufgebaut. Interessant. Ich
bin vor allem mal gespannt, ob sie die Menge der Orks irgendwie reduziert haben oder erhöht haben jetzt um die Burg drumherum. Das würde ich ja auch gerne mal wissen. Oder ob sie die einfach so gelassen haben. Die Entwickler. Würde mich mal interessieren. Gucken wir dann gleich mal. So, ich nehme erstmal noch alles schön mit, was ich kriegen kann. So, wie sich das auch gehört. Oder habe ich schon wieder die nächste Waffe gehört? Kämpft der gerade? Nee. Ich dachte gerade, da kämpft ein Ork gegen die Snapper. So. Okay. Gut, dann speichere ich erstmal hier. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Lasst gerne Bewertungen da. Folgt mir auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Erst verstrecken. Und ciao.